Hey, wunderschönen guten Abend zu meinem Wort zum Tag. Heute ist Samstag. Ich hänge hier rum bei einer kleinen, wie soll man sagen, hier war ein Firmenfußballturnier. Die gucken jetzt Frauenfußball alle, betrinken sich ordentlich. Ich habe mir mal kurz die Zeit genommen, mein Videochen aufzunehmen und habe mir heute mal Gedanken gemacht über die Schlümpfe. Warum auch immer die Schlümpfe hier, Schlaubi-Schlumpf und Schlumpfine, Papa-Schlumpf und wie sie alle heißen, wenn man die, was wäre, wenn man die neu auflegen würde, so mit Subkulturen-Schlümpfe. Der, zum Beispiel der Punk-Schlumpf, so ein kleiner mit Iro und so eine, na, wie, was haben sie immer früher, eine Sicherheitsnadel im Ohr, der immer die ganze Zeit nur schnorrend rumliegt und die anderen immer nur anschnort und egal wo er hinkommt, immer jeden anschnort, zum Beispiel Gargamel anschnort irgendwie. Oder meinetwegen der Heavy-Metal-Schlumpf, der immer alles nur mit einem leckeren, lockeren Gitarrenriff irgendwie kommentiert oder ständig immer die Luftgitarre schwingt. Ja, eigentlich eine coole Idee, oder? Man könnte ja die Schlümpfe wirklich neu auflegen. Habt ihr vielleicht noch ein paar Ideen für so ein paar neuartige, moderne Schlümpfe, wie zum Beispiel meinetwegen der Internetschlumpf, der alles immer googelt, der quasi der The Brain. Ich meine, es gab ja schon Schlaubi, aber der war ja eigentlich immer, obwohl er eigentlich schlau war, war er eigentlich doof. Der ist ja mal ständig immer auf die Nase gefallen mit seinem Blödsinn. Der konnte ja gar nicht. Handyschlumpf war ja viel cooler. Der konnte immer alles bauen und hat gemacht und getan. Komische Rollenverteilung eigentlich. Der Schlaubi-Schlumpf war gar nicht schlau, aber der Handyschlumpf war schlau und konnte viele Sachen machen. Irgendwas stimmt da nicht. Und außerdem, noch eine kleine Info. Ich habe mal einen Schlumpf-Comic gehabt. Da hieß dieser Gargamel komischerweise Gurgelhals. Das war damals auf so Nutella-Büchsen drauf, so eine kleine Schlumpf-Comics und da hieß er Gurgelhals. Und noch eine kleine Info zu den Schlümpfen. Die heißen auf Englisch The Smurfs, heißen auf Französisch Les Strumpfs und heißen auf Spanisch Los Pitufos. So, ja, so viel zu den Schlümpfen. Und na, wie gesagt, als Kommentar könntet ihr euch mal auch mal ein paar Sachen infallen lassen, zum Beispiel wie der Strap-on-Schlumpf oder irgendwie sowas in der Art. Ne, halt aber alles was Modernes. Wir leben in einer sexistischen Welt und ich denke mal, und auch ziemlich gewalttätigen Welt. Euch fällt bestimmt was in. Bin gespannt. Bis morgen. Haut drin. Tschüss. Euer Chris.